Sascha für Eingeschenkt TV, heute hier in Dresden mit dem Uwe Schattauer auf Hallo. Meiner rechten Seite. Hallo allerseits. Und dem Rainer Rotfuß auf meiner Hallo. Linken Seite. Hallo. So, dann lasst uns mal loslaufen. Erst mal, was hat euch heute hier nach Dresden gebracht? Der Wind des Friedens, der uns um die Ohren weht hoffentlich und natürlich der raue Wind von der anderen Seite des Friedens, warum wir ja auch unsere Projekte machen wie die Friedensfahrt. Und deswegen sind wir heute nach Dresden gekommen, weil wir eine herzliche Einladung hatten. Da kann Rainer vielleicht noch was dazu sagen. Ja, wir hatten ein Friedenskonzert hier, das uns gewidmet war als Friedensbewegung, die ja jetzt wieder 2017 nach Russland fahren will, um die Völkerfreundschaft zu fördern. Und da hatten wir also ein unglaubliches Erlebnis an Kunst, russische Künstler, russische Komponisten, die uns einfach wieder haben spüren lassen, auch wieder mal auf einer neuen Ebene, auf der Musik, der Kunst, wie eigentlich Ost und West zusammengehören, wie wir harmonieren, wie wir eigentlich schon seit Jahrhunderten auch eine europäische Einheit der Kultur, der Kunst, der Musik bilden. Und das war so schön zu spüren. Es war so herzlich auch danach, jetzt noch mit den Künstlern zusammen essen zu gehen. Es war ein wunderbares Erlebnis, was uns da Sonja beschert hat. Ja. Was hat dir besonders gefallen jetzt erstmal in unserem kleinen Treffen? Ja, also erstmal dieser Zusammenhalt, wie Rainer eben schon sagt. Es war wirklich 50-50, kann man sagen. Hälfte Russen, Hälfte Deutsche. Ganz großartige russische Künstlerstudenten, die hier anderthalb Jahre in Dresden sind an der Musikhochschule und von der Sonja auch unterrichtet werden. Und die haben umsonst, alle Künstler umsonst gespielt. Es waren 5 Künstler insgesamt mit der Sonja, tolle Komponisten, Rachmaninow, Prokofjew. Also ich muss sagen, hat mich auch sehr inspiriert, die Kraft der Musik auch im klassischen Bereich mal zu spüren. Also allein der Konzert in dem Pianosaal, das Ambiente hier an der Frauenkirche. Dresden, merkt man, ist durch und durch Kulturstadt. Also ein wunderbarer Ort. Und ihr seid doch auch heute hier ein bisschen für die 2017er Friedensfahrt zu werben. Könnt ihr mir ein bisschen was dazu erzählen? Ja, die 2017er Friedensfahrt, die soll noch deutlich größer werden als die 2016er. Das hat damit zu tun, dass unsere russischen Freunde so begeistert waren von dieser Initiative, dass sie quasi wieder auf uns zu kamen und gesagt haben, lasst uns in möglichst viele Städte fahren, 42 sollen es jetzt sein. Wow. Also das heißt, wir werden einen gemeinsamen Part haben, wo wir eben in großer Masse dann auch auftreten. Aber dann wollen wir uns verteilen auf 7 verschiedene Routen, insgesamt 42 Städte abdecken. Und wir wollen auch wirklich eine größere Zahl von Friedensfahrern anstreben. Insgesamt ist so die Hausnummer 1000 Friedensaktivisten. 1000? Exakt. Wir wollen also einfach das Signal verlängern, verbreitern, vertiefen, dass die Völker auf beiden Seiten sich einfach Freundschaft wünschen, dass wir nicht daran glauben, dass mit NATO-Aufrüstung Frieden zu schaffen ist, sondern dass die erste und naheliegendste Methode wäre, einfach sich kennenzulernen, sich zu begegnen, das Gemeinsame zu entdecken und damit Frieden zu sichern. Das klingt auf jeden Fall gut. Uwe, wenn ich mitfahren möchte, was muss ich tun? Ja, einfach anmelden unter der Seite www.druschba.info. Da sind Anmeldeformulare, da muss man sich eintragen, registrieren lassen, weil das Ganze muss ja mit Visa etc. laufen und dann sich erkundigen, kommunizieren mit unserem Orga-Team. Wir sind mittlerweile 10 Leute in Deutschland, über 40 Leute in Russland. Es werden nachher 100 Leute sein mit den 42 Städten, die alles ehrenamtlich organisieren, mithelfen. Also das ist schon eine größere Angelegenheit und wir haben ein sehr gutes Gefühl, weil wir wirklich auch tolle Freunde in Russland haben, die uns da eine wunderbare Sache bescheren werden. Also ja, einfach anmelden, nachfragen, Facebook-Gruppe gibt es auch, Freundschaftsfahrt heißt die. Wann geht es nochmal los? Am 23. August bis zum 23. Juli, richtig Rainer, 23. Juli bis zum 13. August. 3 Wochen, aber man kann auch 2 Wochen reisen. Man kann flexibel seine Reise dort gestalten. Das haben wir mit Absicht so gemacht, dass jeder sich individuell da auch ein bisschen beteiligen kann. Ah. Und wir wollen das Ganze auch jetzt, manche sind vielleicht abgeschreckt, 3 Wochen Russland, das kostet doch Geld. Wir sind mit russischen Partnern etc. Da am Verhandeln, dass wir so günstig wie möglich das Ganze gestalten. Über Telefonkarten, über Benzinpreise, über Unterkünfte bei Gastfamilien. Also es soll ein Paket geschnürt werden, was auch erschwinglich ist für die Menschen, die Frieden wollen. Also man muss jetzt nicht Millionär sein, um mitzufahren. Und ihr seid auch hoffentlich beide wieder mit dabei, oder? Natürlich, das lassen wir uns nicht hingehen. Wir sind ja schon das beste Beispiel, dass man nicht Millionär
sein muss, um mitzufahren. Ja, hier, und wir sind hier aus Versehen an diesem, an der Geschichte hier vorbeigelaufen. Ist ein Unfall passiert hier gerade. Ein Unfall, ja. Könnt ihr mir was dazu sagen? Wollt ihr mir was dazu sagen? Ich dachte, das ist eine Bushaltestelle, so der Jules Verne-Bus zum Mittelpunkt der Erde oder Schulfernbus, so sagt man, glaube ich, heute. Ja, also ich denke, es ist ein Symbol, was man sehr zweischneidig beurteilen kann. Zum einen ist es natürlich ein Hinweis darauf, welches unermessliche Leid in Syrien in diesem sogenannten Bürgerkrieg zu beklagen ist. Es sind ja 400.000, manche sprechen schon von 500.000 Toten zu beklagen. Und was wir hier so in der westlichen Hemisphäre an Informationshappen verabreicht kriegen, allabendlich in allen Tagesschauen, in allen politischen Diskussionen, ist ja, es gab da einen extrem bösen Diktator, der hat seine armen, unschuldigen Bürger abgeschlachtet, die für mehr Freiheit demonstrieren wollten. Und es wird völlig außer Acht gelassen, dass es eben schon Pläne gab, 2006 nachweislich über WikiLeaks auch veröffentlicht, Syrien einen Regime Change zu bescheren, Assad loszubekommen. Und 2009 hatte Assad, das war dann letztendlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, abgelehnt, dass die Golfstaaten ihre Pipeline durch Syrien durchbauen wollen, hat er abgelehnt und die iranische Variante bevorzugt. Und dann war Assad angezählt, war der Feind, der schnellstens zu stürzen galt. Es wurden Pläne geschmiedet, die verschiedenen Glaubensgruppen im Islam, die verschiedenen Denominationen gegeneinander aufzuhetzen, zu bewaffnen, auszubilden, auch regelrecht. Es hat hervorragend geklappt. Es wurde zu einem Stellvertreterkrieg. Auf der einen Seite eben Russland hinter Iran und Syrien, auf der anderen Seite die USA mit den NATO-Staaten und ihren Golfstaatenfreunden und Türkei, die sunnitische Welt, eben hinter den islamistischen Terroristen, die dort letztendlich herangezüchtet wurden aus Ablegern von Al-Qaida, die zuerst im Irak hochgezüchtet wurden durch die militärische Intervention der USA und dann den Islamischen Staat unter den Augen der Beobachtung der USA gegründet haben, aufgezogen haben. Und dann ist Russland eingestiegen, hat angefangen, Assad zu unterstützen, gegen die Terroristen zu kämpfen. Und dann war natürlich der Aufschrei groß in der westlichen Medienwelt, denn ihr Plan sollte durchkreuzt werden. Das wollte ich sagen. Warum hören wir davon nichts in unseren Medien? Ja, das hat wohl mit Interessen zu tun. Und nicht unbedingt mit Zensur, sondern einfach mit der Übereinstimmung der Interessen in den ganzen großen Medien. Kritische Stimmen werden kaum gehört. Es gibt sie schon. Professor Mayer zum Beispiel wird auch ab und zu mal in den Mainstream-Medien gehört. Aber alle diese Experten, die wirklich die Füße auf dem Grund haben, die auch in Syrien ihre Forschung betreiben, die wissen, dass es eben ein Stellvertreterkrieg war mit geopolitischem Hintergrund. Und dass das Eingreifen Russlands auf der Seite Assads im Grunde genommen mit dem Völkerrecht konform war. Und die Bekämpfung der islamistischen Terroristen, die wirklich von der NATO unterstützt wurden, trainiert, bewaffnet wurden. Die Bekämpfung in Aleppo wurde auf unserer Medienseite als die größte Katastrophe des Jahrhunderts fast zelebriert, während die gleiche Bekämpfung des selbstgeschaffenen IS in Mosul durch die westlichen Truppen, durch die US-geführte Allianz mit irakischen Truppen, in den Medien kaum Erwähnung findet. Und von daher ist es für mich sehr zwiespältig, dieses Mahnmal der Busse aus Aleppo, mit denen ja letztendlich die Menschen aus den östlichen Stadtteilen Aleppos befreit wurden, die dort gefangen gehalten wurden von den islamistischen Terroristen, als menschliche Schutzschilde, als Assad dann und Russland eben die islamistischen Terroristen bekämpft haben, haben sie immer auch Zivilisten treffen müssen, weil diese menschlichen Schutzschilde dort eingesperrt waren. Mit diesen Bussen wurden sie aus Ost-Aleppo rausgebracht. Und auch die islamistischen Kämpfer wurden nicht irgendwie getötet, hingerichtet, sondern nein, ihnen wurde sicheres Geleit mit diesen Bussen sogar gegeben, aus Aleppo heraus in andere Regionen hinein. Und wie haben unsere Medien das Ganze interpretiert?
als die größte humanitäre Katastrophe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Im Grunde genommen ist es ein komplettes Umdrehen der Wirklichkeit, eine totale Verlogenheit. Und deswegen, wie gesagt, kann ich mich nicht nur freuen über dieses Mahnmal, denn es schafft kein Bewusstsein, es vertieft eigentlich die Desinformation innerhalb der westlichen Bevölkerung. Und das ist sehr beklagenswert. Darf ich noch mal was kurz dazu sagen, Rainer? Danke für die Ausführung. Ich finde es auch ein bisschen suspekt, dass das ausgerechnet in Dresden steht. Also warum steht dieses Mahnmal in Dresden, habe ich mich gefragt. Wir haben viele Städte in Deutschland, wo man es hinstellen könnte. Man könnte es vor allem nach Berlin stellen, in die Hauptstadt, wo politische Entscheidungen gefällt werden. Mhm. Zum Beispiel würde ich es direkt vor das Kanzleramt stellen, wo die Waffenexporte mit Saudi-Arabien, Katar dort unterschrieben werden, wo die Deals gemacht werden mit diesen Ländern, die auch, weiß ich wen, vielleicht auch IS etc. damit bestücken mit den Waffen. Ich mag unsere Heuchelpolitik nicht. Ich mag nicht nach außen Frieden predigen und Freiheit in die Welt rufen und hinterm Rücken Waffenexporte, Platz 3, Saudi-Arabien, Katar. Und dann jetzt nochmal zum Dresden. Lokalpunkt. Dresden ist eine Stadt, die ein ganz schlimmes Schicksal hatte im Zweiten Weltkrieg. Das wissen wir alle, dass hier ein brutaler Vergeltungsschlag der Alliierten unter Churchill gemacht wurde, indem die Zivilbevölkerung, Dresden war eine Fluchtstadt, gnadenlos wurden hier Leute hingerichtet, die Deutschen von den Bombern, und ausgerechnet hier nun kommt dieses Mahnmal und über diese haben wir so eine große Veranstaltung anlässlich der Opfer dieser Bomber, des Bombardements. Hier wird ein riesen Denkmal in Anführungsstrichen hingebaut. Und wo ist das Denkmal für die Opfer? Und interessant ist auch, dass das genau die gleichen Gruppen sind, die Bomber Harris, do it again, schreien, quasi dem deutschen Volk den Tod wünschen. Sie sollen wieder unsere Städte bombardieren. Die jetzt auch Russland bis aufs Messer kritisieren, dass sie letztendlich Menschenrechtsverletzungen ohne Ende begehen, obwohl es einfach nachweislich so ist, dass es eben unsere Terroristen waren, die wir und unsere saudischen Partner aufgerüstet haben, die Russland dort bekämpft hat in Syrien. Syrien war ein säkularer Staat, war ein stabiles, wohlhabendes Land. Ja. Und unsere Lunte, die wir da in das Pulverfass gelegt haben, der verschiedenen Glaubensrichtungen im Islam, würde durch Russland gemeinsam mit der syrischen Regierung ausgetreten. Und dass dabei natürlich Opfer zu beklagen sind, ist extrem schlimm. Aber die Frage ist doch einfach, wer hat überhaupt diese ganzen Auseinandersetzungen provoziert? Wer hat sie verursacht? Und da schließen die also die Augen, rufen auf der einen Seite Bomber Harris, do it again, und rufen auf der anderen Seite weg mit Putin, der ein Killer ist. Also es ist einfach verlogen. Eine schöne Metapher dazu, Rainer, richtig, eine schöne Metapher. Wir bauen ein Denkmal in einen abgebrannten Wald und erinnern an die Opfer dieses armen abgebrannten Waldes, verkaufen aber hinterm Rücken die Streichhölzer an den, der das Feuer gelegt hat. Wir verkaufen die Streichhölzer und bauen ein Denkmal in den armen abgebrannten Wald oder für den abgebrannten Wald, verkaufen das Zündzeug dazu. Das ist Geheuchel. Was sagt ihr, was könnt ihr mir zur deutsch-russischen Freundschaft sagen? Ist das noch eine deutsch-russische Freundschaft oder macht ihr nur noch Hassprävention, dass es nicht zu schlimm wird? Ist diese deutsch-russische Freundschaft vorhanden? Ursprünglich extrem. Wenn wir die Geschichte sehen mit Katharina der Großen, hatten wir meiner Meinung nach mehr mit den Russen gemein als mit anderen Ländern dieser Welt, die wir jetzt so hypen oder die gehypt werden, weil die Interessen bestehen. Wir haben es auch gemerkt auf der Fahrt letztes Jahr. Irgendwo sind wir mit den Russen näher in vielem, in Kultur, in Kunst, in so vielen Dingen sind wir unheimlich nah, auch miteinander zu lachen, zu weinen, zu feiern. Also wir haben einfach gemerkt, diese Nähe, das ist Europa. Russland gehört zu Europa, dieser Teil. Und da merkt man, von den Mentalitäten sind wir nicht so weit auseinander. Klar gibt es verschiedene Dinge und verschiedene Ansichten, aber am Ende habe ich das jetzt schon ein paar Mal gespürt, dass ich mit russischen Menschen unheimlich gut debattieren kann, philosophieren kann, reden kann. Ein sehr gebildetes, kluges, bescheidenes, in irgendeiner Form auch bescheidenes Volk, herzliches Volk. Und das sind doch Eigenschaften, die kann man doch nur gutheißen und sagen, wir können gegenseitig voneinander lernen. Der Deutsche von Russen, Russen von Deutschen. Wir sollten mit Respekt auf Augenhöhe uns begegnen, menschliche Kontakte pflegen, um zu erkennen, dass wir alle gar nicht so verschieden sind. Hm.
In unseren Medien wird viel schon vom Krieg getönt. Also es hört man ja schon so raus. Wie weit sind wir entfernt? Das ist genau der Punkt, den ich ansprechen wollte. Also Freundschaft lebt ja nicht nur davon, dass man irgendwie Gemeinsamkeiten hat. Auch Unterschiede können durchaus für eine Freundschaft zuträglich sein, können einen bereichern. Es ist aber so, dass Freundschaft natürlich auch einen gewissen geschützten Rahmen braucht, ein wohlwollendes Aufeinanderzugehen. Und was wir eben sehen jetzt seit Jahren mittlerweile, ist dieses zunächst mal Russland gar nicht näher bringen wollens. Also das heißt, es gibt einfach kein besonderes Engagement in Richtung Austauschprogramme zwischen Städten, Universitäten, Schulen. Wenn wir das vergleichen mit Frankreich, Italien, England oder so in den Nachkriegsjahren. Wir sollten eigentlich ein aktives Aufeinanderzugehen haben. Dafür sollte unsere Politik sorgen. Das darf man nicht einfach dem Zufall überlassen, ob das passiert. Und dann ist aber noch der nächste Punkt natürlich, über Russland wird besonders kritisch berichtet. Es wird manipulativ berichtet. Es wird einseitig, verzerrend, tendenziös berichtet. Es wird geradezu dämonisiert, wenn es um die russische politische Führung geht. Präsident Putin wird mit dem Bösen schlechthin gleichgesetzt. Das heißt, die Bereitschaft der Deutschen, die durchaus auch da wäre, auf die Russen zuzugehen, in Freundschaft zu leben und sich näher zu kommen, die wird einfach klein gemahlen, klein gerieben. Das heißt, die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, wird so weit zersetzt, dass in der Tat viele Menschen heutzutage zurückschrecken, wenn man sagt, Russland, ja, ich weiß nicht, die sind mir irgendwie suspekt. Also das heißt, die kriegsvorbereitende Propaganda, so muss man das leider sehen, wenn man eben nicht naiv sein will, hat schon sehr stark gewirkt in Deutschland. Und dem wollen wir jetzt einfach auch entgegenwirken, indem wir dieses Zeichen setzen mit dem Herz und unsere beiden Nationalfahnen drin, die übrigens beliebig auch austauschbar sind. Wir haben ja auch Mitfahrer aus vielen anderen Ländern. Die sollen einfach symbolisieren, dass wir zunächst mal einfach positiv aufeinander zugehen und dass wir eben keine Verdächtigung hegen, nur weil die Russen irgendwie anders sind. Das ist ein Quatsch, der uns eingeredet werden soll. Und da gehen wir dagegen vor, indem wir einfach sagen, wir praktizieren jetzt mal die Nähe, den Austausch und die Völkerfreundschaft. Und dann entsteht sie auch tatsächlich. Und wir hoffen halt auf die Mithilfe auch von den Medien, dass sie irgendwann mal da die Seiten wechseln und dann sagen, ja, eigentlich sind wir Medienmacher ja auch dafür da, Frieden zu sichern. Völkerfreundschaft finden wir eine wunderbare Sache. Und dass sie irgendwann eben einfach auch unsere Initiative der Friedenswacht dann fair beleuchten, nicht so wie das beim ZDF in Frontal 21 am 27.09. und 4.10.2016 war, wo wir nur verunglimpft wurden als Putins willige Helfer, die wir laut ihnen gewesen sein sollen. Das ist einfach nicht hilfreich. Ja. Uwe, ja. Du warst ja bei der letzten Friedensfahrt sehr aktiv mit dem russischen Volk. Wenn du sprichst, Entschuldige. Mit dem russischen Volk unterwegs. Wie fühlen sich die Russen eigentlich als Schurkenvolk? Also wie gehen die damit um, dass es nur noch von Dopingsportlern durchsetztes Volk ist, die versuchen, Europa in die Krise zu stürzen? Ja, der Russe, so wie ich kenne nun mal nicht alle, aber sehr viele, ist natürlich sehr enttäuscht, muss man sagen. Es ist eine Kränkung, kann man sagen, und Enttäuschung da, nachdem sie 1990 völlig ihre Truppen abgezogen haben, ihre Versprechen eingehalten haben, als der eiserne Vorhang fiel. Sie haben sich zurückgezogen aus den ehemaligen Warschauer Paktstaaten, haben ihre Panzer, ihr Militär abgezogen, und ihnen wurde im Gegenzug ja versprochen, dass die NATO das nicht macht, ne, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt. Sie wurden eigentlich die ganze Zeit vom Westen, muss ich jetzt sagen, veräppelt, verarscht. Es wurden keine Abmachungen eingehalten, und das allein ist schon furchtbar. Also ich würde genauso reagieren, wenn ich Russe wäre und sagen, was sind das für Leute, die uns hier alles versprechen und dann doch nichts halten? Enttäuschend. Sie sehen aber auch, dass sie so klug sind, die Russen, dass sie sehen, dass die Leute hier manipuliert werden. Das ist Propaganda, und die Massenmedien sind die Deutschen natürlich darauf die Stimmung machen gegen die Russen. So klug ist das Volk, dass es das erkennt, dass es nicht von den Menschen aus tiefstem Herzen kommt, sondern dass sie gelenkt werden von den Meinungsmachern. Und das sehen sie, und das
deswegen sind sie nicht vorwurfsvoll gegenüber uns und hoffen einfach, dass die Vernunft ist ein vernünftiges Volk, die Russen, sehr pragmatisch und vernünftig und denken, mein Gott, die werden schon irgendwann drauf kommen, dass es hier völliger Quatsch ist, dass wir friedlich sind, dass wir nichts wollen. Das muss ja am Ende doch die Vernunft siegen. Aber, das muss man auch sagen, sie sind natürlich auch stolz und sie vertrauen auch sehr ihrem Militär, weil sie nun mal im Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Sie sind eine Siegermacht. Sie haben eigentlich den größten Anteil im Zweiten Weltkrieg an dem Untergang des Faschismus, daran, dass das besiegt wurde. Und da sind sie stolz drauf. Sie haben mit viel Blutzoll bezahlt, aber sie wissen, wir haben den letzten großen Krieg gewonnen. Den riesengroßen Vaterländischen Krieg haben wir gewonnen. Und daraus folgt ein Vertrauen, Urvertrauen in ihre Militärstärke, die ja auch da ist. Und von daher sagt der Russe, naja, dann sollen sie mal wieder kommen, dann kriegen sie links und rechts vom russischen Bären. Interessant fand ich da in dieser Hinsicht, dass auch die ganzen Militärs, die wir getroffen haben, beziehungsweise die Veteranen, in Russland bei unserer ersten Friedensfahrt, dass die immer ganz klar haben durchblicken lassen, unser Militär ist nicht dafür da, es einzusetzen, sondern wir wünschen uns einfach Frieden. Wir kennen nichts Schrecklicheres als die Vorstellung, dass es wieder Krieg geben wird. Also das heißt, sie sind keine Militaristen. Also selbst die Militärs hatten das im tiefsten Herzen, diese Überzeugung, wir wollen nie wieder Krieg. Ja. Ja, ja. Und das diese klaren Töne habe ich bei uns im Westen nicht eigentlich immer vermisst. Ja. Dass das Militär eigentlich ein notwendiges Übel ist. Mhm. Mhm. Und das macht mir zumindest von russischer Seite aus Hoffnung. Ich hoffe, dass auch die westliche Seite jetzt langsam zur Vernunft kommt. Die Russland-Hetzer unter den geopolitischen Strategen und ihren willigen politischen Helfershelfern haben ja herbe Niederlagen einstecken müssen in letzter Zeit. Die größte war sicherlich die Wahl von Donald Trump, der nicht müde wird zu sagen, dass zwei Atommächte wie Russland und die USA sich vertragen müssen, denn ein nuklearer Holocaust wäre keinesfalls etwas, über was man sich freuen kann. Er hat gesagt, es können nur Spinner sein, die es gut finden, dass man sich mit Russland eben nicht verträgt. Und ich hoffe, dass einfach solche Stimmen, die in der europäischen Politik sehr stark untergebuttert worden waren, die eigentlich auch für vernünftige Beziehungen mit Russland sich eingesetzt hatten, dass die jetzt sich wieder aus der Versenkung trauen und dass damit auch ein bisschen mehr Vernunft und kühler Sachverstand wieder Einzug hält und man wieder einfach versucht, bessere pragmatische Beziehungen zu finden. Denn die Friedensfahrt ist sicherlich ein mächtiges Instrument, was die Bevölkerung in die Hand nehmen kann, mit Hilfe der Medien dann auch viel Bewusstsein schaffen kann. Aber es ist ja nicht alles. Wer am Drücker ist, ist halt doch die Politik, ist das Militär, sind die Geheimdienste. Das heißt, wir brauchen auch da natürlich ein Umschwenken. Wir können mit der Friedensfahrt nur eine kleine Komponente sein im Konzert eben. Okay. Uwe, wenn du uns einen Fahrplan geben würdest, wie wir aus dieser ganzen Aggressionsschiene rauskommen, wie würdest du vorgehen? Wenn ich Kanzler und König wäre, habe ich schon mal in meinem Song, wenn ich mir was wünschen könnte, also ein Lied von mir, seit 2004 gibt es das, als erstes würde ich die Waffen auf der Welt vernichten. Das ist so mein Ding. Ich würde hier radikal abrüsten. Also der militärisch-industrielle Komplex würde wirklich Komplexe bekommen, wenn ich an der Macht wäre. Die würde ich abholzen, gnadenlos würde ich alle Rüstungsfirmen schließen. Das wäre so mein Ideal. Keine Waffen mehr, dass Waffen völlig verpönt werden. Ich würde die Mainstream-Medien, die Filmindustrie, ich würde Waffen und Militarismus lächerlich machen in jeder Form. Ich würde sie fertig machen mit allen Mitteln des Kabaretts, der Kunst, der Ernsthaftigkeit. Ich würde jede Kreativität nutzen, um Frieden zu predigen und jegliches kriegsmilitärisches Gehabe würde ich als schwanzloses, eierloses, Weichei, dumm Gebrabbel darstellen. Und das wäre ich als Kanzler. Also wählt mich, bitte. Und wenn du jetzt, gib mir vier Punkte, die du zuerst machen würdest, damit erstmal diese ganze Situation deeskaliert wird. Ich würde als erstes mit den Medien eine Vereinbarung treffen, dass jegliche Medienberichterstattung sich daran zu orientieren hat, dass wir alle Frieden finden. Das muss einfach das Ziel sein, dass wir einfach die andere Seite in einem Konflikt, egal ob eingebildet oder wirklich,
besser verstehen. Also das heißt, die Medien, die müssen als erstes an Bord kommen. Denn was die Menschen an Informationen bekommen, das prägt ihr Denken, das prägt ihre Entscheidungen, das prägt ihr Schweigen oder ihr auf die Straße gehen. Das heißt, die Information ist das A und O. Deswegen spielt sich auch der Konflikt mit Russland, den wir aktuell schon haben, rein in den Medien ab. Und das ist wichtiger als alle Panzer. Richtig. Also haben wir Punkt 1, die Medien müssen. Medien, das wäre der Punkt 1. Der Punkt 2 wäre sofortige Förderung der Kooperation, des Aufeinanderzugehens in Bereichen, wo wir Gemeinsamkeiten haben. In Wissenschaft, Kunst, Kultur, im sozialen Bereich und in Bereichen, wo wir Differenzen haben, im politischen Bereich, eine offene Debatte, wo wir letztendlich einfach Faktenchecks vornehmen. Was hat sich auf der Krim abgespielt? Was hat sich auf dem Maidan abgespielt? Was hat sich im Kosovo abgespielt? Was hat sich in Syrien abgespielt? Etc. Das muss alles mal auf den Tisch. Wir können nicht weitermachen damit, dass wir immer alles, was der Westen verbricht, mit Gold übertünchen und alles, was Russland tut, immer schlecht machen und somit einfach das Denken der Menschen manipulieren. So kommen wir nie zur Völkerverständigung. Mir fällt noch was ein zu den Punkten. Du hast sehr schöne Sachen genannt. Ich würde in die Bildung auch gehen, in unsere Bildung, dass die Kinder quasi Fächer wie Friedenskunde, Gerechtigkeitskunde würde ich einführen. In, von klein auf an diese wichtigen Begriffe, wichtige Werte, gute Werte, friedliches Miteinander, Fairness, Respekt. Das wären für mich die wichtigsten Fächer, die wichtigsten Dinge, die die Kinder lernen. Dass man von klein auf an, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, dass man auch da schon präventiv von klein auf an die Menschen zum Frieden erzieht, zum Miteinander, zum Friedlichsein. Und dann würde ich die ganzen Vollidioten Fernsehsendungen für Kinder, wo nur aggressive Trickfilme laufen, wo sie sich da schon abmetzeln, das kleine Kind sitzt vorm Fernseher und sieht nur Action und Rumgeballer. Ich würde das alles friedlich machen, Pittiplatsch und Schnatterinchen, ein bisschen entspannter, also auch in die Bildung gehen und die Jüngsten, die Kleinen, die Kinder, damit beginnt es ja, schon von Anfang an mit wichtigen Werten füttern, mit Respekt füttern. Und wie gesagt, in dem Song Rainer hat es eben gesagt, auch wenn ich mir was wünschen könnte, sage ich am Schluss, ich würde mir wünschen, dass die Medien ihre Macht nutzen würden, um an die positiven Instinkte, die in jedem Menschen ruhen, zu appellieren und nicht an die negativen, die auch in jedem Menschen ruhen. In uns ruhen positive und negative Instinkte. Und man kann beide wecken, wie Aladdin in der Flasche, wie den Geist in der Flasche. Man kann das Gute wecken im Menschen, wenn man darauf hinzielt. Und man kann das Schlechte wecken. Das ist in uns drin. Und ich würde in die positive Richtung gehen. Sehr gut, haben wir schon einen sehr guten Fahrplan. Das würde ich als Punkt 3 glatt stehen lassen und einfach noch Punkt 4 ergänzen. Die Rüstungsindustrie ist da. Sie ist ein Faktor in der Politik. Wir kommen nicht drum rum, uns Gedanken zu machen. Genau, wir brauchen Konversionsprogramme. Es muss zum einen festgelegt werden, dass der Rüstungsetat den Entwicklungshilfeetat nie überschreiten darf. Das wäre wirkliche Sicherheit, die wir da produzieren würden. Bildungsetat auch nicht höher als der Bildungsetat? Ja. Wir würden dadurch Stabilität anstelle von Bürgerkriegen, Konflikten in unserer Nachbarschaft fördern, die dann wieder zu Flüchtlingsströmen nach Europa hineinführen, wo unsere Staatskassen viel mehr belastet werden, als sie durch sinnvolle Entwicklungshilfe belastet würden, die ja auch wieder eigentlich unserer eigenen Wirtschaft nutzen könnte. Also das heißt, wir müssen die Rüstungsindustrie tatsächlich bezähmen. Wir müssen ihren Haushalt beschränken. Wenn der Staatshaushalt für die Rüstungsindustrie wie in den USA momentan fast 50% ausmacht, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die natürlich eine Eigendynamik haben als politischer Faktor. Der militärisch-industrielle Komplex erbraucht Ausstiegsleitplanken, Ausstiegshilfen, Konversionsangebote, Förderung, sodass dieses technologische Know-how, was da vorhanden ist, einfach für friedliche Zwecke eingesetzt werden kann. Denn wir können diese Firmen nicht zerstören, nicht zerschlagen, die Arbeitsplätze nicht einfach kaputt gehen lassen. Wir brauchen Konversionen, aber das muss politisch gesteuert werden. Wenn der politische Wille da ist, wäre das machbar. Sehr gute 4 Punkte. Eine Frage vielleicht noch an dich. Jetzt sagt, viele kleine Leute werden jetzt sagen, aber ich kann doch da nichts machen. Was sagst du zu denen?
Das ist ja der alte Spruch. Was kann ein einzelner Mann alleine ändern? Mein Künstlermotto seit über 25 Jahren ist, wenn ich nur einen Menschen mit meinen Worten erreiche, mit meinen Taten noch mehr, dann ist es wieder einer mehr. Das ist blanker Idealismus wie ein Schneeballsystem. Wenn wir irgendwelche Leute mit unseren Ideen, und die sind ja friedlich und gut, anstecken, dann wird das weitergetragen. Eine Idee kann man nicht töten. Man kann Menschen töten, hat Tupac Shakur gesagt, aber nie eine Idee. Also du kannst Leute umbringen und uns können sie irgendwie an den Pranger stellen als Ketzer und Verschwörungstheoretiker, aber die Idee wird dadurch befruchtet. Die Wahrheitssucher werden nicht aussterben. Die Wahrheit findet immer, die Suche nach der Wahrheit wird immer den Weg finden durch die Dunkelheit. Und das ist Idealismus, der uns vorantreibt. Und man sieht ja im Kleinen, wir haben mehrere Beispiele, Sergej Fieber, der alleine jetzt schon, weiß ich wie viele Millionen Leute auf seinem Kanal hat, YouTube-Kanal, der völkerverständigend mit Übersetzungen aus Russland für die Russen, deutsche Übersetzung. Wir müssen das Gleiche auch mal mit Russisch schaffen, dass wir russische Filme, russische Sendungen auch mal ins Deutsche übersetzen. Wir müssen überhaupt uns öffnen. Wir müssen einfach uns öffnen, um diese gewollte Barriere und gewollte unsichtbare Mauer, die ja da ist zwischen Russland und dem Rest von Europa, die wird ja auch aufgebaut und künstlich erhalten. Wir haben auch eine Mauer. Wir regen uns alle über die mexikanische Mauer von Trump auf, aber hier ist eine unsichtbare Mauer, wird hier vom Westen gegenüber Russland hochgezogen. Wir wissen nichts über diese Künstler, die wir heute hier in Dresden sahen. Wir kennen kaum die russische Literatur, kaum die russischen großen Komponisten. Mit Absicht will man nichts Positives uns erzählen über den gemachten Feind, den bösen Russen. Aber wenn, ganz kurz, wenn jetzt russische Panzer an der mexikanischen Grenze stehen würden, weil der amerikanische Präsident verlangt, dass die Mexiko für die Mauer zu zahlen hat, was ja undemokratisch ist, wärt ihr dann immer noch so für Russland oder würde dann der Frieden überwiegen? Russland macht das nicht. Also uns geht es nicht um Russland. Wir sind da jetzt nicht parteiisch pro Putin, kontra Trump oder wie auch immer, sondern es geht um den Frieden. Und momentan ist es faktisch einfach so, dass Russland in der Schusslinie ist. Russland wird moralisch fertig gemacht, wird diffamiert. Zwei Militärbasen, 1000. Sag einfach schon, das sagt doch alles. Zwei Militärbasen in der Welt bei den Russen und 1000 von den Amerikanern oder mit NATO etc. Was ist das? 1000 zu 2. Der eine Haifisch hat 1000 Zähne, der andere nur noch 2. Welcher ist ein bisschen gefährlicher? Da muss ich lange überlegen. Ja. Welcher will Frieden? Du hattest vorhin noch so einen fünften Punkt erwähnt, den man auch zugeben könnte. Den will ich jetzt hiermit gerne ausnutzen. Ich denke, was wir auch noch brauchen, um Frieden zu sichern, das ist direkte Demokratie. Mhm. Das heißt, wenn wir also gute Informationsmedien haben, die nicht aufhetzen, sondern die wirklich Sachinformationen liefern und die Bevölkerung aufklären, die Friedenswillen wirklich als Basis haben, dann sollte auch das Volk die Entscheidungsgewalt über Sachfragen haben. Also direkte Demokratie in Verbindung, Volksentscheide in Verbindung mit eben wirklicher Information durch die Medien. Das wäre dann diese ultimative Sicherung von Frieden und Freiheit der Völker. Denn die Bevölkerungen, egal ob in Russland oder in Deutschland, der normale Mann auf der Straße, auch in den USA, wenn die richtigen Informationen die Menschen erreichen, dann will jeder Frieden. Mhm. Und jeder würde in der Volksabstimmung gegen einen unnötigen Krieg stimmen. Aber genau weil das eben das mächtigste Mittel wäre, wird versucht eben, das auch den Menschen immer schlecht zu machen. Direkte Demokratie sei so manipulationsanfällig. Und wer sagt, dass die Medien manipulativ berichten, der ist ein Verschwörungstheoretiker. Ja. Das kann doch alles gar nicht sein. Wer glaubt denn schon sowas? Weil das eben die zwei Hauptansatzpunkte wären, um Frieden zu sichern. Kann ich euch noch eine letzte Frage stellen? Und zwar, viele Leute hier in Deutschland, sobald sie das Wort Russland hören, kommt das Wort Putin. Die Assoziation ist sofort da. Welches Wort würde euch spontan einfallen, wenn ihr Russland hört? Ihr wart da gewesen, ihr habt euch das angeschaut. Ein Wort, was es charakterisiert? Kurzen Satz vielleicht oder bleiben wir bei einem Wort. Herzlichkeit, Warmherzigkeit, Herzlichkeit. Sehr schön. Putin. Tatsächlich Putin. Und es ist für mich auch gar nicht schlimm. Ich stelle einfach fest, der Präsident hat 80% Unterstützung, Zuspruch zu seiner Politik, die er ausführt, und es ist ein Land, was einfach die Möglichkeit hat, überhaupt seinen Präsidenten zu wählen. Bei den letzten Duma-Wahlen wurde von 1000 Wahlbeobachtern festgestellt, dass die Wahlen reibungslos abliefen, die Hürden für Oppositionsparteien, sich neu zu gründen, wurden abgebaut.
Die 7%-Hürde, um ins Parlament zu kommen, wurde auf 5% heruntergesetzt. Akzeptieren wir doch einfach mal, dass Russland auch eine Demokratie ist, wo sich gewisse Dinge natürlich auch noch weiterentwickeln, so wie es hoffentlich auch in den USA der Fall ist, hoffentlich auch in Deutschland der Fall ist, aber die auf ihrem Weg sind und die als Volk einfach für sich bestimmen, wen sie wählen und wen sie gut finden. Und wenn das aktuell Putin ist und die Mehrheit der Bevölkerung dahinter steht, so be it. Ja. Mhm. Das ist eigentlich das, was wir hier immer predigen, was Frau Merkel und was unsere westlichen Politiker sagen. Demokratie und Freiheit, die wird doch da gelebt. Er wird gewählt, die Mehrheit wählt den Präsidenten, steht hinter ihm. Dann ist es doch alles eigentlich 100% korrekt, wie es gerade da läuft. Nur uns gefällt nicht, wie dieser jetzt so von vielen gewählte Präsident regiert, weil er nicht unsere Interessen vertritt. Er vertritt nicht, Russland vertritt nicht die westlichen Interessen. Das ist ja wohl unmöglich. Also ich finde, also die Russen haben ja wohl völlig einen weg. Die kann auch nicht sein, dass die machen, was sie wollen. Wo sind wir denn hier, dass Russland jetzt macht, was es will? Die sollen Der Russe soll das machen, was wir wollen. Das ist unsere Politik. Genau. Unsere Weste. Der Russe soll gefällig, so wie Jelzin, wieder schön trinken, Verträge unterschreiben und das russische Öl und Gas an den Westen verschachern. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann, Leute. Dann könnte sich Putin alles erlauben. Richtig. Dann ist Putin der Beliebteste. Wenn er jetzt alles so macht wie Jelzin, ist auf einmal der größte Gott für uns alle, der größte Freund. Leute, schaut hinter die Kulissen, hinterfragen immer das Gleiche. Nicht nur Tagesschau, Klaus Kleber, Zeit und die Mainstream-Medien gucken. Internet, macht euch schlau, kenne KenFM, Eingeschenkt TV, Nuoviso TV, Rainer Rothfuss, viele Denker auch bei KenFM, hört in Ruhe, Mausfeld, Bernd Senf, ich könnte jetzt, habe jetzt wieder hunderte Namen vergessen. Macht euch doch mal schlau und schaut hinter die Kulissen. Wer die Macht hat, möchte die Macht behalten und der wird nie dem Volk sagen, was hinterm Vorhang wirklich abgeht. So funktioniert Macht seit über 2000 Jahren. Okay, vielen Dank. So, machen wir noch eine letzte Frage an euch. Ich bin so kurz davor, mitzufahren bei der Fahrt 2017. Mir fehlt jetzt noch so ein letzter Anstoß. Komm, was könnt ihr mir noch sagen? Schöne Frauen gibt es in Russland. Oh, schöne Frauen. Wem die Fahrt zu lang ist mit dem eigenen Auto, kann auch mit dem Bus fahren. Das ist auch ganz toll. Man hat tolle Gemeinschaft, lernt wahnsinnig nette Menschen kennen. Es ist unglaublich. Es ist ein bunter Haufen. Hier und da mag es auch mal Knatsch geben. Aber es sind so nette Leute. Also ja. Ich habe echt gedacht, das ist wie, als wäre das so eine Vorauswahl von Freunden, die aus überall her zusammengezogen wurden. Also man fühlt sich wie in einer Familie total freundlich aufgenommen und nach einer Friedensfahrt... Ihr habt auch viel getanzt, habe ich gehört. Ja, natürlich. am Zoll, auf der Brücke nach Litauen rüber, auf dem Roten Platz und alles. Nein, aber es ist wirklich so. Und danach gehört man zu einer großen Familie. Also wenn ich jetzt nach Freiberg komme, konnte ich übernachten bei Andrei. Dann komme ich nach Dresden, kann ich übernachten bei Sonja. Dann komme ich nach Bautzen, kann ich übernachten bei, weiß ich noch nicht, weiß ich dann morgen Abend. Aber man ist eine große Familie und das ist ein ganz tolles Gefühl. Also wer Probleme mit kostenlosen Übernachtungen in Deutschland hat, muss auf jeden Fall da mitfahren, oder? Ja, richtig. Also nochmal, es wird auch ein Paket geschnürt, was sich jeder leisten kann. Also das ist keine teure Exklusivreise. Wirklich, also wir kümmern uns darum und nochmal die Russen, empfangen uns als Friedensbotschafter, so nennen wir uns ja ein bisschen, oder so empfinden wir uns, mit offenen Armen. Daran sieht man, dass der Russe Frieden möchte. Und nochmal, in Russisch heißt Mir Welt und Mir heißt Frieden. Ein und dasselbe Wort, Welt und Frieden. Und das sagt mir schon, wie so ein Volk tickt. Wir haben verschiedene Wörter dafür. Die nennen Welt und Frieden ist eins. Frieden und Welt gehört zusammen als ein Wort, weil es beides bedingt einander. So einfach ist Russisch. Gut, dann bedanke ich mich das mal der Sascha für Eingeschenkt TV, heute hier in Dresden und tschüss.